Hi und herzlich willkommen zu meinem Vortrag für die Typografische Gesellschaft München. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katja Schönen, ich bin Schriftgestalterin, wohne gerade in Essen und würde mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Interesse an Schrift hat sich eigentlich während meines Bachelorstudiums an der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt. Dort habe ich mich vor allem mit Schrift im Raum und Kalligraphie auseinandergesetzt und das hat sich dann noch vertieft, indem ich nach Den Haag gegangen bin und dort meinen Type Media Master an der Royal Academy of Arts gemacht habe. In dem Master ging es sehr viel um, wie gesagt, Schriftgestaltung und im Nachhinein dachte ich mir, ich würde eigentlich noch auch gerne noch mehr über Schriftproduktion und die ganze Technik dahinter erfahren. Deswegen bin ich dann noch nach Berlin gegangen und habe dort ein Praktikum als Font-Engineer bei Alphabet Type gemacht. Und ja, im Prinzip nach dem Praktikum hatte ich das Gefühl, ich kann jetzt mal raus in die großweite Welt und mich selbstständig machen und habe dann ungefähr ein Jahr selbstständig gearbeitet an Custom-Projekten, unter anderem für auch Google Fonts und andere Schriftgestalter, mit denen ich eben geholfen habe, ihre Schriften fertigzustellen und zu produzieren. Zu meinem Vortrag heute. Es geht um die Tweak-Schriftfamilie und allgemein Type-Design-Prozesse und auch natürlich um das Jahresthema Typografie in guter Gesellschaft. Zunächst möchte ich das Projekt vorstellen, über das ich gerne sprechen würde. Es ist Tweak, das ist eine Schriftfamilie, die während meines Masterstudiums an der Royal Academy of Arts entstanden ist. Und das Konzept dahinter, also ich hatte zuerst die Idee, ich will mich mit Variable Fonts und deren Produktion auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Deswegen, ich denke mal, Variable Fonts, wenn man sich mit Typografie beschäftigt, sollten eigentlich geläufig sein mittlerweile. Eine Variable Font ist einfach eine Schriftdatei, die verschiedene Variationen von einer Schrift enthält. Also ob das verschiedene Strichstärken sind, Schriftbreiten, Schriftlagen, also von Roman zu Italic oder Kursiv. Im Prinzip alle diese Variationen können in einer Schriftdatei enthalten sein und der Gestalter kann sich dann aussuchen, mit welcher Variation er arbeiten möchte. Und was so typisch ist, ist, denke ich, Weight- und Width-Variationen, also Gewichts- und Schriftbreitenvariationen. Und sowas wollte ich eigentlich gerade für meinen Master nicht machen. Deswegen habe ich angefangen, also ich hatte die Idee, dass man eben in einer Schriftdatei auch zwei total unterschiedliche Styles miteinander interpolieren und variieren könnte und habe dann angefangen zu skizzieren und anfangs hatte ich immer, also ich habe, wie gesagt, noch aus meinem Bachelorstudium, in dem ich viel Kalligraphie gemacht habe, noch so diese gebrochenen Schriften im Blut, in der Hand, keine Ahnung. Ich habe die eben relativ oft geschrieben, weil ich sie sehr, sehr, sehr schön fand. Und daraus hat sich dann eigentlich entwickelt, dass ich einen Style entwickle, der sehr statisch und von der gebrochenen Schrift inspiriert ist. Und den Gegenpart dazu eine Schrift, die eher rhythmisch und verzerrt wirkt. Also ich habe mit Verzerrungen in der Schrift gearbeitet. Daraus haben sich dann diese zwei Extreme gebildet, die verzerrte Schrift und die statische Schrift. Und so sieht dann die Interpolation aus zwischen den beiden. Neben diesem Display-Style wollte ich auch noch an einem Text-Style arbeiten. Und der sollte natürlich nicht ganz so verrückt sein, sondern eher für die Verwendung auf Webseiten, in Fließtexten und in Apps optimiert sein. Und daran habe ich die Gestaltung ausgelegt. Und im Großen und Ganzen gibt es am Ende eine Schriftfamilie, die aus vier Styles besteht, aufgeteilt in Display und Text. Der Display-Style ist für Animationen und wie gesagt eine Variable Font aus zwei extremen, auch extrem konträren Styles.
Peaksteady hat wenig Kontrast, hat schmale Proportionen und kurze und schwere Serifen, auch eine sehr große X-Höhe und kleine Ober- und Unterlänge. Das prädestiniert ihn eigentlich dafür, dass man ihn für blockige Textlayouts benutzt. Und Tweak Twisted hat eigentlich die gleichen Proportionen, nur einen viel höheren Kontrast, ultraschwere Serifen und das Gewicht liegt eigentlich eher auf den horizontalen Buchstaben Teilen. Und ja, sozusagen das Gegenpart zu dem Steady Style. Dann gibt es die Textiles, das war damals noch Tweak Serif und Italic, mittlerweile heißt es einfach nur noch Tweak Text. Auch relativ hohe X-Höhe, stilistisch verwandt mit dem Display-Style, allerdings natürlich optimiert für den Webgebrauch im Fließtext und so weiter. Roman hat relativ wenig Kontrast und die Italic dazu mehr Kontrast und dafür aber auch einen geschriebenen Charakter. Dazu habe ich auch eine Mini-Site entworfen, die werde ich später auch noch teilen. Die kann man sich mal anschauen, da gibt es ganz nette Beispiele und auch einen Type-Tester, den man mal ausprobieren kann. Ist zwar ein bisschen outdated, aber sie funktioniert noch und ist auch noch online. Nach Type Media habe ich dann die Möglichkeit ergriffen, meine Masterschrift auf Future Fonts zu veröffentlichen. Und das war eigentlich in dem Moment fand ich das richtig gut, weil ich eben auch an der Schrift weiterarbeiten wollte. Und das Konzept von Future Fonts ist, dass der Schriftgestalter Schriften veröffentlicht, die noch nicht fertig sind. Und der Kunde, der Käufer sozusagen, dann immer die Updates bekommt, wenn der Schriftgestalter die Schrift weiterentwickelt. Das habe ich dann auch gemacht. Leider erst ein Jahr später nach der Veröffentlichung. Also ich habe im September 2018 oder Oktober wurde die Schrift veröffentlicht bei Future Fonts und im Oktober 2019, also ein Jahr später, kam diese Erweiterung des Display-Text, Display-Styles, nicht Display-Text, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Da habe ich dann noch eine Gewichtsvariation für diese zwei Styles gemacht. Das eröffnet dann eigentlich noch mehr Möglichkeiten, die der Gestalter hat, um Animationen zu machen. Und den Textstyle. Der Textstyle soll auch weiterentwickelt werden. Er soll auch Gewichtsvariationen bekommen. Und da bin ich gerade drüber, beziehungsweise habe schon öfter mal angefangen und dann Sachen wieder über den Haufen geworfen, weil ich hier nicht direkt klar war, wie ich die Schrift jetzt aufbauen möchte. Und es ist eben auch ein Workflow, der sich jetzt schon über 2 Jahre zieht und ein Prozess, der sehr viele Pausen hat. Und ich finde, wenn ein Prozess viele Pausen hat, dann hat man auch natürlich mehr Zeit nachzudenken. Und mit diesen Pausen kommen Probleme. Und aber auch Vorteile, die so ein Projekt dann haben kann. Also allgemein aus eigener Erfahrung kenne ich so 2 Arten von Prozessen, eben zum Beispiel eine Custom Font, wo man eine begrenzte Timeline hat und immer mit dem Kunden im Austausch steht und Feedback bekommt und so eine stylistische Richtung hat. Und vor allem das Ende des Projekts ist festgelegt bei eigenen Projekten, die jetzt nicht sofort veröffentlicht werden, sondern es ist ein bisschen anders. Man hat gar keine oder eine lockere Timeline, man muss sich selber eine Deadline setzen für die Weiterentwicklung. Man ist immer der eigenen Selbstkritik ausgesetzt und man entwickelt sich natürlich auch ständig weiter und das wirkt sich auch auf den Arbeitsprozess und den Style der Schrift aus. Man kann es natürlich auch einfach so weitermachen, wie es ist und diese Veränderungen nicht mit einbeziehen. Aber vor allem bei einem persönlichen Projekt finde ich es schon interessant, das eben auch zu zeigen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, der Prozess von Tweak war anfangs sehr rasant, also zu Type Media 2018 im Juli fertig geworden, dann im Oktober oder September, ich weiß gar nicht mehr, mit Future Fonts veröffentlicht und dann
erstmal ein Jahr Pause, bis die Display-Erweiterung kam. Natürlich Texterweiterung arbeite ich gerade. Es ist ein Prozess mit langen Pausen und wie schon erwähnt habe, gibt es da Zuvor- und Nachteile. Zum einen finde ich nachteilig, dass man das Projekt ständig irgendwie von neu aufräumen muss und neu seinen eigenen Präferenzen anpassen muss. Zum Beispiel meine Art, Schrift zu zeichnen, hat sich natürlich in 2 Jahren auch verändert. Meine Tools haben sich verändert. Ich sitze gerade in einem Workflow zwischen Logophon und Glyss. Es funktioniert beides. Aber ich kann mich zum Beispiel für Tweet gerade nicht entscheiden, was ich besser finde. Und auch, dass man Entscheidungen, die man vor 2 Jahren getroffen hat, auch nochmal nachvollziehen muss und sich selbst erklären. Und was ich dabei, jetzt kann ich auch gern auf das Jahresmotto der Typografischen Gesellschaft München zurückkommen, dass Typografie in guter Gesellschaft bedeutet eigentlich für mich, dass man auch mehrere Augen auf seine eigenen Projekte schauen lässt und Kollegen und Freunden sagt, sie sollen mal die Meinung dazu geben. Man sieht hier auf dem Screenshot, das war zum Beispiel bei einem internen Teilreview, den wir ab und zu mit Krilli machen. Und ja, das hat mir einfach Sachen gezeigt, die ich eigentlich hingenommen hatte in Sachen Design und die man aber eigentlich nochmal überdenken sollte. Und die Sachen, die schleppt man dann so über 2 Jahre mit sich rum und muss erst darauf hingewiesen werden, dass es nicht braucht oder eben, dass es das schon braucht und dass man es eben auch weiter ausbauen kann. Aber wie gesagt, so ein Projekt jedes Mal neu zu evaluieren, ist ein Ding, das man am besten nicht alleine macht. Und deswegen, wie gesagt, Typografie in guter Gesellschaft ist für mich auch eine hilfsbereite Gesellschaft. Das heißt, für mich aus eigener Erfahrung würde ich sagen, Schriftgestalter sind alles super nette und hilfsbereite Leute. Und es gibt Slack-Gruppen und Online-Foren. Und auch wenn man irgendwelchen Leuten auf Twitter schreibt und Fragen hat, gibt es immer gleich eine Antwort. Das heißt, der Austausch des Wissens in der Schriftgestalter-Community ist eigentlich immer sehr offen und deswegen hier auch noch ein paar Links von meiner Seite und ich stehe auch gerne noch zur Verfügung für Fragen jetzt im Nachhinein. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Vortrag und dann sieht man sich vielleicht live. Bis dann!